Und ich zeige euch jetzt als erstes mal, wie das halbe Stäbchen funktioniert. Und zwar häkeln wir das jetzt einfach über unsere beiden Reihen Festmaschen drüber. Wir haben ja eben hier am Rand eine Festmasche gemacht, um in die Höhe zu gehen. Für das halbe Stäbchen brauchen wir zwei. Deswegen machen wir jetzt einfach noch eins drüber. Eine Luftmasche. So, und dann stechen wir nicht gleich in die Masche davor ein, so wie eben, sondern wir machen erstmal einen Umschlag. Und zwar funktioniert das so, einmal unter dem Arbeitsfaden her, drumherum, dass wir dann hier so einen Umschlag auf der Nadel haben. Und dann stechen wir erst hier unten ein, holen den Arbeitsfaden wieder durch. Dann haben wir drei Umschläge auf der Nadel. Und durch diese drei Umschläge ziehen wir jetzt den Arbeitsfaden insgesamt einmal durch. So, das ist dann das halbe Stäbchen. Noch einmal. Einmal ein Umschlag unter dem Faden, Arbeitsfaden durch und darüber dann wieder her. Dann einstechen, dann den Faden durchholen und dann durch die drei Umschläge den Arbeitsfaden nochmal durchziehen. So, jetzt haben wir zwei, drei. Also das halbe Stäbchen unterscheidet sich eigentlich nur insofern von der Festmasche, dass wir, bevor wir in dies vorher einstechen, einfach diesen Umschlag machen und dann den Faden durch diese drei Umschläge insgesamt durchziehen. Und dadurch wird das halbe Stäbchen dann auch ein ganz bisschen höher als die Festmaschen. So, das machen wir wieder bis zum Ende der Reihe. Neun und einmal noch zehn. Hier hinten wieder aufpassen, dass ihr durch beide Maschenglieder durchstecht. Zehn. So, und wenn ihr jetzt noch eine Reihe halbe Stäbchen über die Arbeit drüber häkeln wollt, wieder dran denken, zwei Luftmaschen zu machen, Arbeit umdrehen und dann könnt ihr wieder anfangen mit dem Umschlag. Einstechen, Faden durchholen und dann durch die drei Umschläge durch. So, das könnt ihr dann so viel noch machen, wie ihr wollt, um es zu üben. Und wir werden uns gleich die anderen Stäbchen nochmal anschauen.